So, was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal hier. Und heute reden wir mal über die News, die wir gestern bekommen haben. Nämlich gab es Leaks zu dem Kapitel, was am Sonntag erscheinen wird, die einige Manga-Panels beinhalten und ein bisschen von der Story erzählen. Und als ich das gelesen habe, Freunde, bin ich so glücklich geworden und hatte richtig dieses Haikyuu-Feeling mit voller Seele. Wir werden alte Charaktere wiedersehen, neue Interaktionen zwischen Charakteren, die sich noch nicht getroffen haben. Das alles und mehr werden wir gleich gründlich durchgehen. Wie immer, wenn euch das Ganze gefällt, dann würde ich mich über Support freuen. Lasst auch gerne ein Like da und natürlich ein Abo, falls ihr meine Review am Sonntag und auch die weiteren Videos nicht verpassen wollt. So, reicht jetzt aber. Ich will über Haikyuu reden. Let's go. So, jetzt noch einmal genauer. Kuro möchte ein All-Star-Special-Match am Ota City Gymnasium veranstalten. Er hat vor, die Monster-Generation ranzuholen, also Hinatas Generation. Und Teams aus Kombination aus Nationalteams und Clubteams zu bilden, die dann gegeneinander spielen. Einfach gesagt, die mischen einfach die verschiedenen Spieler. Genau, Kuro versucht die einzelnen Spieler zu überreden, an dem Spiel teilzunehmen und reist in die verschiedenen Länder, wo die Spieler leben. Ich finde das schon mal mega geil, dass wir so ein Spiel bekommen, Alter. Genau sowas wünscht man sich von einem Post-Haikyuu-Ende, dass sie einfach weitermachen und Spiele von den Profis zeigen. Einfach nur geil, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Die erste Station lautet Argentinien, wo Kuro versucht, Oikawa ausfindig zu machen, der mittlerweile das große Gesprächsthema im Lande ist nach den Olympischen Spielen. Er trifft Oikawa und gibt ihm erstmal einen ordentlichen Händedruck, was super schön anzusehen ist, ganz ehrlich, weil die beiden noch nie eine Interaktion miteinander hatten und I don't know, es ist einfach schön. Was auch schön ist, ist Oikawa. Der Junge ist einfach frisch unterwegs, muss man einfach gnadenlos zugeben. Oikawa ist auf jeden Fall, wie es aussieht, direkt ohne Zweifel dabei und möchte laut Leaks mit seinem Weltklasse-Set Hinata noch höher fliegen lassen, als er es jetzt schon tut. Und ihr hört es schon, ich bin mega hyped. Ich habe mega Bock auf dieses Kapitel, besonders wenn ihr hört, was gleich noch kommt. Die nächste Station lautet Polen, wo er auf Ushijima trifft, der erstmal nicht wirklich motiviert scheint, glaube ich zumindest, weil ihn Kuro überreden muss zu kommen. Er lockt ihn nämlich an, indem er sagt, dass das die perfekte Möglichkeit wäre, Oikawa und Hinata auf ein Stück mit einem einzigen Spiel zu zerstören. Und dann ist dieses Monster auf einmal auch dabei. Später holt er noch Kageyama ran, der gerade in Italien sein Leben chillt, genauso wie der Setter Ali Roma. By the way, ich habe jetzt nur die Spieler erwähnt, die uns auch sehr interessieren. Also Spieler wie San Juan, Warschau, Sao Paulo sind auch dabei, aber sind jetzt auch nicht so erwähnenswert. Also ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Zu guter Letzt trifft er auf Hinata, der natürlich auch dabei ist. Ihr seht schon, das ist schon echt viel, was wir bekommen haben. Das ist aber noch nicht alles. Das Geilste kommt erst jetzt noch. Wir sehen erstmal, wer in welchem Team spielt. So, kommen wir zu Team A und Team A ist jetzt schon mein Lieblingsteam, weil ihr werdet schon sehen, warum. Also dieses Team ist wirklich verrückt. Nämlich sind in dem Team Aran, Romero, Atsumu, Oikawa, Fukuro, Hinata, Goshiki, Saksa, Komori, Heiwajima und Tsuna. Ich weiß nicht, was für ein Adjektiv ich benutzen soll, aber dieses Team ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und Team B ist genauso verrückt. Also, naja, ihr werdet schon sehen. Kiryu, Bukto, Kageyama, Joffe, Ushijima, Yamamoto, Korai, Yaku, Inunaki und Hyakuzawa. Das ist auch ein Team. Also alle Spieler, die ja, die besten Spieler aus den vorherigen Teams sind alle jetzt in einem gemeinsamen Team und die kämpfen gegeneinander. Die spielen gegeneinander, kämpfen, als wäre das ein Battle schon. Aber ihr seht schon, das wird ein richtig krasses Match. Also alleine das in Team A. Hinata, unser Boy, Shoyo Hinata, zusammen mit Atsumu spielt. Das wissen wir ja, bei den Black Jackals haben die auch zusammen gespielt und das war schon Hype. Aber jetzt ist noch Oikawa dazu gekommen. Zwei Setter, die keine Ahnung auf was für ein Niveau sind. Also ihr wisst es selber, diese zwei Setter sind, das kann ich wirklich nicht beschreiben. Also Oikawa, der Star aus Argentinien und Atsumu einfach zusammen mit Kageyama einfach der beste Setter im Lande, in Japan. Und ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach wirklich. Natürlich sind da auch Spieler wie Aran, die unglaublich sind. Saksa braucht man gar nicht drüber reden. Romero natürlich auf jeden Fall mit der Beste. Goshiki ist auch noch da. Tsuna, einer meiner Lieblingsblocker. Einfach ein geiles Team. Und Team B ist so, ja, erinnert mich ein bisschen an die Atlas. Also Kiryu ist dabei, Bukto, Kageyama, Ushijima, Yamamoto, Korai.
Koray, auf Koray freue ich mich sehr und auf Kageyama und natürlich auf Ushijima. Also ja, wird irgendwie sowas wie ein Rematch sein. Zwar ist Bukuto in Team 5, aber ja, wird auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. So eine Interaktion zwischen Bukuto, Koray und Ushijima wird auf jeden Fall richtig nice und ich freue mich richtig darauf. Genau, und das war's jetzt erstmal vom Team. Schreibt hier in die Kommentare, welches Team findet ihr besser? Also was glaubt ihr, welches Team von den Zweien gewinnen wird? Was aber mein Highlight ist, ist einfach die Interaktion zwischen Oikawa und Mia Azumu-Mann. Guckt mal, wie sich die beiden angucken. Beide ungefähr der gleiche Charakter und so unglaublich gut. Dazu sind beide noch richtig gut mit Shoyo befreundet. Ach, es ist einfach herrlich, das anzugucken. Ich will die beiden zusammen auf dem Spielfeld sehen. Ganz ehrlich, auch wenn das zwei Setter sind, dann spielt halt der zweite Setter als Diagonalspieler. Ich möchte die beiden auf dem Spielfeld sehen. Ich will die zaubern sehen. Und dazu noch die Monsterangaben von beiden Spielern. Eieiei, mit Saxas Angaben und Hinatas Angaben. Oh, ey, das wird einfach wunderschön. Das ist schon ein richtig starkes Team. Und Real Talk, alleine dieses Bild macht mich schon so glücklich. Ich frage mich, worüber die sich streiten. Vielleicht wer den Ball Hinata zuspielen darf. Ich weiß es nicht. Und auch so geil, wie Iwaizumi die beiden zusammenhält und denen sagt, dass sie sich nicht wie kleine Kinder verhalten sollen. Und dann die Mimik von den beiden. Ey, es ist einfach so nice. Ich freue mich wirklich darauf. Und wer hat sich nicht darauf gefreut, irgendwann eine Interaktion zwischen, keine Ahnung, Charakteren wie Bukuto und Koray zu sehen oder zwischen Ushijima und Oikawa nochmal. Ey, für solche Momente kann Haikyuu noch in der Zukunft richtig strahlen. Also ich bin auf jeden Fall ready und steady für jedes einzelne One-Shot-Kapitel, was noch kommen wird. Wir sehen auch noch ein paar Karasuno-Boys und Bukuto. Kuro fragt Daichi, wo Noya und Asahi sind. Die beiden sind nämlich auf einer Weltreise und können daher nicht kommen. Akashi guckt sich derzeit den Live-Blog von Kenma an, der gerade am Beachen ist und aussieht, als würde er verrecken. Ey, Kenma, keine Ahnung, er ist vielleicht YouTuber geworden und so, aber ich finde ihn einfach nur witzig, man. Der Typ ist gefühlt immer richtig unzufrieden mit seinem Leben und ich will ihn eigentlich nur knuddeln. Also, Kenma hat einen Softspot bei mir, sage ich ganz ehrlich. Und Bukuto, Kageyama und Ushijima reden über Muskeln und ja, ich kann kein Japanisch, aber so wurde das übersetzt. Und daraufhin hat Hoshiomi einfach keine Lust darauf und setzt sich einfach ja in die Ecke, weil er einfach keinen Bock hat zuzuhören, wie die anderen Monster über Muskeln reden. Also auch ein sehr, sehr cooles Panel. Und alleine diese kurzen Panels hier machen mich so glücklich. Ich will nicht wissen, wie glücklich mich so ein Kapitel machen wird. Und ja, das waren eigentlich schon die Leaks. Ich glaube, da gab es noch ein paar Bilder von den Zuschauern. Ich glaube, von Shimizu und Hitoka. Oder glaube ich auch von Tsukishima und Koganegawa, wie die einen Aufsteiger versuchen. Auf jeden Fall auch mega cool, aber ich möchte jetzt nicht auf alles eingehen, weil wir natürlich auch überrascht sein wollen, wie es dann am Sonntag im Kapitel aussehen wird. Ich will nicht alles wissen, aber das war schon ein richtig schöner Vorgeschmack. Ey Leute, ihr habt schon, glaube ich, gehört, ich bin richtig hyped auf dieses Kapitel. Und wie die alle aussehen, Mann, das ist einfach schön zu sehen, dass die alle ja selbstständig geworden sind. Die einen sind Volleyball-Profi geworden, die anderen sind Manager geworden. Es ist einfach schön. Genau. Schreibt hier in die Kommentare, wie fandet ihr die Leaks? Freut ihr euch auf das Kapitel am Sonntag? Ich auf jeden Fall. Und ja, ich weiß nicht, ob die Review direkt am Sonntag kommt oder am Montag. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade sehr, sehr viel zu tun. Glaubt mir, Freunde, ich versuche es so schnell wie möglich zu bringen. Aber das wird auf jeden Fall sehr schwer. Und Manga-Bilder, ich weiß nicht, ob ich die einblenden kann. Hier diese Leaks. Ich weiß nicht, ob das Video gesperrt wird. Wenn nicht, dann können wir uns ja überlegen, das genauso zu machen mit dem Kapitel. Aber ja, gucken wir einfach mal. Und wenn euch das Video gefällt, dann könnt ihr wie immer eine gute Bewertung lassen. Einen Kommentar, falls euch das Video gefallen hat. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, ein neues Video zu bringen. In alter Frische, hier auf diesem wundervollen Kanal.